Was ein herrliches Wetter. Ich sitze an einer meiner Lieblingsstellen. Bis jetzt hatte ich aber noch nicht wirklich Anblick. Ich habe zweimal kurz Frischlinge oder Überläufer links über die Schneise flitzen gesehen. Das war es aber auch schon. Komischerweise ist hier die letzte Zeit sehr wenig Rehwild. Hier normalerweise eigentlich gut Rehwildbetrieb ist und auch Rotwild. Nur dran was liegt, keine Ahnung. Vielleicht stehen die jetzt mehr noch im Buchenwald, um die frischen Triebe oder Blätter zu snacken. Aber vielleicht kommen die Sauen ja gleich nochmal. Ist auf jeden Fall ein Traumansitz bis jetzt. Richtig schöner Sonnenuntergang. Einfach perfekt. Perfektes Wetter. Kommt jetzt ein bisschen Bewegung in die Kiste. Hier kam gerade eben eine Ricke, eindeutig eine Ricke. Und unten rechts auf der Schneise, aber es war mir noch zu kritisch zum Schießen. Ich hoffe, dass das hier hochkommt. Kam ein vermeintliches Schmalreh, aber jetzt auf den ersten Blick bin ich mir eigentlich zu 99% sicher, dass es ein Schmalreh ist. Ja, das zog so nach links und ist jetzt noch da vielleicht, hinter den Ginsterbüschen. Die Hoffnung, dass es hier hochgezogen kommt. Beide Stücke haben immer so in die Deckung geguckt, geäugt. Deswegen ist vielleicht noch Rotwild oder Sauen in der Deckung. Das kann natürlich sehr gut sein. Bis jetzt mal abwarten. Die beste Zeit beginnt jetzt eigentlich erst. Mari hat mir jetzt den Gefallen getan und kam hier hoch. Ich bin perfekt auf dem Blatt abgekommen, aber überraschenderweise liegt das Stück nicht. Ich guck mir jetzt mal die Wiederholung an. Aber ich meine, es hat gezeichnet. Optimal abgekommen. Ist immer mit dem Runterschießen und so. Nur so eine Sache mit tiefer und höher halten. Wenn es ganz nah ist, muss man tiefer halten, muss man höher halten. Wenn es weiter weg ist, muss man drunter halten. Das ist so ein Mittelding, deswegen bin ich ganz normal mittig auf dem Blatt abgekommen. Ja,
sollte eigentlich liegen. Ja, das ist jetzt schon besser als ich. Schauen wir mal. Also, das schmale Lied ist noch ein paar Meter gegangen, geht steil runter. Das wollte ich eigentlich vermeiden, weil das Hochziehen hier sehr anstrengend ist. Aber es liegt. Man sieht. Lungenschweiß. Ja, perfekt. Eindeutiges Schmali. Wie das jetzt, wieso das jetzt auf dem Video so aussah, als hätte ich den Lauf hier getroffen, weiß ich nicht, aber das Leber. Ich hoffe, der Pansen ist noch zu. Genau so bin ich auch abgekommen. Ja, genau so bin ich abgekommen, mittig auf dem Blatt. Ja, top. Top. Mein zweites, nee, mein drittes Schmari schon. Noch kein Bock, aber Schmari-Jagd macht auch besonders viel Spaß. Vor allem die schwachen Stücke. Man muss nicht jedes Schmali erlegen, aber die schwachen Stücke wie jetzt das, optimal. Fichten sind hier genug. Machen wir das noch gerade flott. Dafür sollte meistens Zeit sein. Hier liegt auch, glaube ich, kein Rotwild, weil das ist schon rausgekommen. Weibliches Stück, Spitze nach hinten. So. Gib ich mir schon mal einen Bruch selber. So. Und jetzt kommt der anstrengende Part. Naja. Ist ja nur ein Schmali trotzdem. Bist du ready? Ja, ich habe schon die ganze Zeit an. Ach so. Ja, also heute geht's auf den Bock, den wir letzte Woche hier kurz gesehen haben. Ein Sechser, ich glaube auch ein alter, aber ja, war schon ein bisschen dämmerig und im Stangenholz verdeckt. Gucken wir heute nochmal nach den. Ich hoffe auch aber auch so ein bisschen, dass hier ein Schmaltier kommt. Oder ein Schwein, hier kann eigentlich alles kommen. Ist eher so ein bisschen am Rand vom Revier, aber trotzdem für eine Überraschung gut. Ja, also ich würde sagen, ich versuche es heute auf Bock und Schmaltier. Wenn eine Sau und Schmalreh kommt, mal gucken, ob ich die Chance nutze. Je nachdem, wie mein Gefühl ist, ob der Bock noch kommen könnte. Wetterbedingungen sind gut. Wir haben jetzt Ende Mai. Und dann gehen wir mal los. Gucken wir mal, was so passiert heute. Kommt mit. Du kommst mit, ja. Ich komm mit. Schaffst du das alleine? Das weibliche sieht aus wie eine Ricke. Ist das das von gerade? Ja, ja. Thank you.
nichts daran mehr. Also wir bauen jetzt schon ein bisschen früher ab. Fing eigentlich richtig gut an. Wir hatten ein vermeintliches Schmalring vor. Ich konnte aber nie zwischen die Keulen gucken. Und rechts in der Deckung war mindestens so 3-4 Stück Rotwild. Wir wollten, glaube ich, auch rauskommen, aber ja, der Wind hat hier leider gedreht. Da steht ja nicht nur ein Reh, das pirschen wir jetzt mal an. Vielleicht ist das ja ein Schmalring. Und dann gehen wir noch schnell irgendwo anders hin. Ich weiß noch nicht wo, aber gucken wir mal nach dem Reh. Vielleicht ist das ja ein Schmalring oder ein Bock. Und ja, bestimmt sehen wir heute noch was, also bis gleich. Ja, das ist eine Ricke, braucht man nicht lange drüber nachzudenken. Was ist das, Schatz? Eine Ricke. Die darf man aktuell nicht schießen, ne? Die haben Mutterschutz. Keine Jagdzeit im Schonzeit. Aber ist doch schön, auch weibliches Wild hier zu haben. Mhm. Gucken wir mal, was wir jetzt noch machen. Weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau. Aber wird schon was spontan einfallen. Ja, leider nichts. Aber hier ging auch der Wind voll hin. Also kein großes Wunder. Jetzt überlege ich mir mal einen Masterplan, wo wir jetzt hingehen.
ja nichts mehr. Und mit dem Schmalltier sage ich meinem Bruder, da bleibt noch 2 Tage, der soll mal hier gucken gehen. Das wäre die perfekte Situation gewesen, aber ich konnte noch nicht zwischen die Keulen gucken. Da jetzt die Alttiere gerade schon am Setzen sind, schon gesetzt haben, war mir das zu kritisch. Und zwar ein starkes Schmalltier, dann sieht man das nicht so eindeutig. Naja, war trotzdem ein sehr schöner Ansitz, oder? Viel gesehen. Also, bis zum nächsten Mal. Bad Marzahn, komm.